Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde DevPro gegen einen random Typen. Ja. Leonard. Ich weiß nicht, ob es ein Match ist oder ein einzelnes Spiel. Ich stimme auf ein einzelnes. Ich benutze ein Meta-Deck, das ABZ-Deck oder ABC-Deck. Ist das so? Ich bin nicht mehr. Und er braucht natürlich 3 Jahre, um seinen Zug zu machen. Naja, er hat ja maximal 2 Minuten, um seinen Zug zu verwenden. Drachenritter der Schöpfung, okay. Die Stufe dieser Karte. Und das Spielzug seines Gegners um 4. An dieser Stufe 8, wow. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, du kannst ein Monster von Typ Drache der Stufe 7 oder 8 von deinem Deck auf den Friedhof legen. Du kannst diese Karte. Du kannst eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof fehlen, lege diese Karte auf den Friedhof. Falls du dies tust, beschwöre das Monster als Spezialbeschwörung. Du kannst den Effekt von Drachen bla 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 nur einmal pro Spielzug aktivieren. Okay, sehr interessante Effekte. Das ist erstmal die hier, weil ich sie auf der Hand habe. Hat er echt gerade so lange gebraucht, die durchzulesen oder was? Wer das ABC-Thema nicht kennt, ich glaube, das kennt jeder. Das ist ein recht starkes Meta-Deck. Ja, das hat mir jetzt gerade nichts gebracht, weil ich den Feldzauber nicht habe. Daran habe ich gerade nicht gedacht. Aber ja, dann Sophie ist ein bisschen stärker. Deshalb angreifen und ja. Dein Monster hat dir gerade nichts gebracht. Beim Friedhof bringt es dir nichts. Du musst wieder auf dem Feld sein, damit du den Effekt nutzen kannst. Aber so. Gut. Das war anscheinend eine verdeckte Karte, die er noch nicht nutzen kann. Kann er höchstwahrscheinlich in meinem Zug nutzen. Ach ja, den kann ich ja nicht beschwören. Hahaha. Ha. Ich kann ihn beschwören. Ach, ich kann nichts sehen. Okay, das erklärt's, aber das will ich nicht. Ich will einfach nur angreifen. Zack, zack. In die Endphase. Komm, ich will, dass du wenigstens länger durchhältst als Stefan damals, als wir die jetzt erste aufgenommen haben. Echt, dass mir so eine Runde Defro wieder mal wieder lustig. Er fusioniert, okay. Was kommt? Komm, so viel Auswahl kannst du nicht haben, oder? Was viel kann auf der Hand. Ah, doppelköpfiger weißer Drache. Schön. Der ist schön, die Karte ist echt schön. Aber der bringt dem nicht viel. Ja, Nummer 1. Und Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch, wir sind beide auf dem Friedhof. Danke dafür. So, da setzen wir diese Karte. Jetzt habe ich schon den. Beschwören den silbernen Apparat. Benutzen unsere Geki. Ich jetzt gerade gespannt bin, was er macht. Zunächst Twister. Ja, okay. Hätte ich die besser nicht verdeckt gesetzt. Bringt ihm allerdings nichts, weil er Geki geht trotzdem durch. Ist er? Okay, das war Schaden. Was hat er die denn im Friedhof? Hat Fiat jetzt 4000 Attack? Gleich nicht mehr. Ein guter Zug, oder? Deswegen ist mein Extra-Deck so voll. Weil ich muss auf jedes Monster vorbereitet sein, was er hat. Habe ich gewonnen? Ne, noch nicht ganz. Na komm, wir ziehen die Karte.
Hätte ich eben brauchen können. Ja. Wir nehmen uns dann auf die Hand. Hier, irgendwie hier. Oh, das wird gut. Das wird gut. GG. Ja, dann haben wir noch einen auf dem Friedhof. Kann nie schaden. Zack. Jetzt aber Fallzone. Ihmchen. Und Friedhof. Zack. Da haben wir ihn. Und wir haben gewonnen. So schnell geht das. Und das scheint, ja, das ist kein Match gewesen, das war nur ein Single. Das ging jetzt 5 Minuten. Schauen wir mal, ob wir noch einen Gegner finden. Wir schnellsten aneinander. Bis hier haben wir eventuell schon den ersten. Und ich nehme wieder mein ABZ-Deck. Also, weil wir es genannt. Und wir schauen mal. Auf einem Atombier, wunderbar. Wir schauen mal, ob wir ihn genauso gut schlagen können wie den anderen. Ich hoffe mal, er hat kein Meta-Deck. Er wird auf jeden Fall anfangen. Gut, soll mir recht sein. Schauen wir, was er so hat. Schwarzflügel? Ja, Schwarzflügel. Okay, kann ich mit leben. Pendelmonster? Naja, mit denen kann ich jetzt nicht so gut leben. Ja, machen wir das doch. Tschüss, Effekt. Nein, nee, Monster. Stimmt ja. Okay, wir fangen mit der Landformen an und sie hier auf die Hand. Ich denke, diese verdeckt. Aktivieren die auch direkt von uns ein Lichtmonster auf die Hand. Das wird unser A. Aber schwören wir stumpfsinnig. Rüsten ihn mit, sagen wir, C aus. Das könnte ich zwar tun, aber das machen wir. Ja, komm, wir machen's. Und wir haben noch ein Zell gefangen. Auf die Hand bekommen, schön. Bringt uns herzlich wenig. Greifen wir ihn an. Und wollen in die Endphase. Metallfose Konter, okay. Ach, Metal V. Kann das sein? Langweilig. Metal V-Karten sind langweilig. Ich finde das Deckthema nicht sehr interessant, deswegen habe ich da nie ein Deck für gebaut. Wir warten jetzt einfach eine Stunde, bis er da seinen Zug macht. Ja, wir ketten unseren schönen Duft an. Antimagischen Duft. Heißt einfach, er kann Zauberkarten nicht in dem Zug aktivieren, indem er sie setzt. Er muss die vorher setzen. Dann kann er sie erst benutzen. Nach einer Runde. Ich allerdings auch. Aber ich habe schon die wichtigste Zauberkarte offen liegen, von daher. Ich weiß nicht, ob der Topf so klug war, den zu nutzen. Ach ja, zwei ein Stufe 3 und ein Stufe 4 Monster. Er synchrot. Und wir haben. Ja, natürlich. Schwarzer Rosendrache. Nicht sehr schön, das Monster. Aber wir können CS Effekt benutzen. Dadurch bekommen wir noch ein Ziel aufs Feld. Und A bleibt liegen. Der ein Unionsmonster ausgerüstet hatte. Das heißt, er kriegt gleich erstmal ordentlich Schaden in sein Gesicht. Ich warte jetzt einfach nur drauf, was er, ob er noch irgendwas macht oder nicht. Aha. Kann auf dem Friedhof aktivieren, schön.
Kriegt der Pendelmonster auf die Hand? Wow. Ja, schön, du hast noch ein Pendelmonster. Oh, das ist eine Pendelzone. Herzlichen Glühstrumpf. Von 2 bis 7. Okay. Und du hast eine Cut of the Hand. Das könnte nur ein Monster in dem Pendelbereich sein. Wenn es Stufe 7 Monster ist, egal welches es ist. Ihr wisst, was ich in dem Deck hab. Ah, nee, es ist er. Okay, der Cleopot Monolith. Schön. Lang nicht mehr gesehen. Muss keinen Effekt benutzen. C auf die Hand holen. Er nutzt den Pendel-Effekt von dem Ding. Okay. Gut, dann kann deine Feind gerade aus dem Deck verdeckt setzen. Dann kann er noch irgendwas machen. Ah, er hat zwei, okay. Zwei metallfrose Karten. Wow, die Karte ist sowieso weg. Hatte sich die nichts auf die Hand. Schön. Schön. Schöne Karten. Ich habe allerdings einen Zwillingstwister. Ich schmeiße jetzt C ab. Studiere die beiden. Ganz einfach. Meistens fallen Karten, warum sollte ich die neben liegen lassen? Ich habe die Karten nicht durchgelesen. Die haben natürlich irgendeinen Effekt vom Friedhof. Und die nächste mit. Ja, mit der weiter Karten auf die Hand. Irgendwann ist dein Deck leer. Ja, Normalbeschwörung. Effekt-Triggern, Spezialbeschwörung. So, jetzt kann ich natürlich hier mit tollen X-Dies-Monstern. Hab ich noch mehr? Dankeschön. Ich glaube, ich hole eine Utopia den Blitz auf die, aufs Feld, oder? Ja, machen wir das doch. Ist bestimmt lustig. Die beiden. Und der Bau schneller einzeln. Zack. So, wir greifen das Stumpfsinn nicht an. Und haben höchstwahrscheinlich nächsten Zug gewonnen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie die Metal V sich verhält. Ja, wie lange sind wir dran? Oh, wieder um die 6 Minuten. Ja, wird ein gutes Video. Wird lang genug sein. Aber wie am Gewinn sind, finde ich die Musik schon komisch gewählt, dass sie gerade spielt. Okay, die bringt ihm gar nichts. Weil er hat gar keine Fusionsmonster auf dem Feld. Ja, wow. Und jetzt? Der braucht mir echt zu lange, zu langsam. Ah, jetzt holt er sich ein Fusionsmonster, schön. Hört immer noch drauf, dass er was macht. Ach, der. Okay. Hätte ich auch gemacht.
Hallo Norden. Na, alles klar. Ich kann leider nicht mit ihm angreifen. Er muss dafür alleine auf dem Feld sein. Und noch 1100 Life Points. Meinst du, ich krieg das noch hin, den Platz zu machen? Ich glaube, der kennt Photonendrescher nicht, oder? Sicher bin ich mir nicht. Yay. Ich weiß echt nicht, warum er die Effekte ankettet. Ich muss es wohl nicht. Hey, noch Infusion. Wow, er macht gleich nochmal das gleiche. Ich sage jetzt mal nicht, dass mir das Deck so langsam auf die Nerven geht, aber das Deck geht mir so langsam auf die Nerven. Der braucht mir viel zu lang für seinen Zug. Drei Stunden später. Ist das so ein OTK-Deck? Ich hab keinen Plan. Kenn mich da nicht so gut aus. Also wieder so einer, der hat sich das Deck bei Google gesucht. Und hat es einfach nachgebaut. Der weiß gar nicht, was die Karten können. Führt es einfach nur aus. Ich merke es nämlich, weil der aktiviert einfach jeden Effekt, den er kriegen kann. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Oh, er hat gewonnen. Was für ein Wunder. Mit deinem Google Meter Deck. Da sage ich nicht GG zu, da sage ich nur lame. Was für ein Fazit ziehe ich heute? Wir haben eine Runde gewonnen, eine verloren. Naja, passt ja. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.